Hallihallo, die allerneueste Version von Apples Betriebssystem macOS Ventura ist ja schon seit einigen Wochen verfügbar. Trotzdem kann ich dieses Betriebssystem-Upgrade noch nicht installieren. Ich habe nämlich ein Problem damit. Welches genau? Das erfährst du in diesem Video. Los geht's! Bisher war das immer so, dass Apple auch die beiden Vor-Vor-Versionen von macOS mit Sicherheitsupdates versorgt hat. Das war zumindest so in den letzten 10 Jahren der Fall. Das heißt, wenn 10.15 die aktuelle Version war, dann hat man für 10.14 und 10.13 eben auch noch Sicherheitsupdates bekommen. Jetzt habe ich allerdings einen Artikel auf heise.de gelesen, den schauen wir uns mal eben an. Apple räumt ein, nur aktuelles macOS stopft alle bekannten Sicherheitslücken. Apple hat zum ersten Mal bestätigt, dass in früheren macOS-Versionen nicht alle Schwachstellen beseitigt werden. Dasselbe gilt offensichtlich für iOS. Und dann ist hier unten auch noch ein Support-Dokument von Apple verlinkt, wo das eben drin steht, diese öffentliche Klarstellung oder öffentliche Bekanntgabe. Das schauen wir uns auch mal eben an. Hier gibt es auf jeden Fall den Hinweis, dass aufgrund von Abhängigkeiten der bla 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 werden nicht alle bekannten Sicherheitsprobleme in früheren Versionen behoben, beispielsweise macOS 12. Das ist natürlich sehr krass. Bisher habe ich das nämlich immer so gehandhabt, dass ich nicht sofort die aktuelle Version von macOS, wenn die rausgekommen ist, sofort installiert habe. Warum, das erkläre ich gleich. Diese Strategie kann ich und können wahrscheinlich jetzt viele andere auch nicht mehr verfolgen, die macOS beruflich einsetzen, wenn man eben auf diese Sicherheitsupdates angewiesen ist. Das Problem an der Sache ist nur, oftmals kann man nicht das aktuelle macOS oder die aktuellste macOS-Version installieren. Es gibt zwei Gründe, die ein Upgrade auf eine neuere macOS-Version verhindern können. Der erste Grund ist die Hardware. Das heißt, wenn der Mac schon etwas älter ist und überhaupt nicht mehr mit der neuen macOS-Version kompatibel ist, ob du auch davon betroffen bist, das kannst du leicht selbst rausfinden, also was die maximale Version für deinen Mac ist. Darüber habe ich nämlich ein eigenes Video gemacht, was ich dir hier oben irgendwo verlinke. Der zweite Grund ist die Software. Das heißt, wenn du auf gewisse Apps angewiesen bist, die aber noch nicht für die neueste macOS-Version freigegeben sind. Und genauso ein Programm haben wir im Einsatz. Dieses Programm heißt Tomedo. Das ist eine hervorragende Patientenverwaltung für macOS, was aber eben, wie gesagt, noch nicht für Ventura freigegeben wurde. Und jetzt könnte man natürlich sagen, Moment, Ventura, das ist doch irgendwie Ende Oktober schon rausgekommen. Jetzt haben wir Dezember. Warum läuft das denn immer noch nicht? Ganz so einfach ist es nicht. Und da muss ich den Hersteller Zollsoft auch in Schutz nehmen. Und dazu schauen wir uns einfach mal kurz die macOS-Versionshistorie an. Hier habe ich eine Seite auf Wikipedia, macOS Version History, wo man eine Übersicht aller macOS-Versionen findet. Und ganz unten gibt es die Timeline of Macintosh Operating Systems, also die Zeitlinie, Zeitachse. Und hier sieht man, dass am Anfang die Veröffentlichungen relativ unregelmäßig waren, aber seit den letzten 10, 11 Jahren ist das ungefähr oder hat sich das eingependelt, dass wirklich jedes Jahr im Herbst eine neue macOS-Version rauskommt. Das heißt im Endeffekt, man befindet sich aufgrund der Frequenz der Veröffentlichung permanent als Softwareentwickler in einer Testphase und oftmals kommt man eben gar nicht hinterher und kann gar nicht so schnell seine App, je nachdem wie komplex die ist, auf die neueste Version von macOS anpassen. Und in diesem Dilemma stecke ich jetzt gerade. Das heißt, aus sicherheitstechnischen Gesichtspunkten müsste ich eigentlich überall macOS Ventura installieren. Aus funktionalen Gesichtspunkten kann ich das noch gar nicht, weil ein kritisches Programm noch nicht damit kompatibel ist. Leider habe ich keine Lösung für dieses Dilemma und ich befürchte, dass es sehr vielen Benutzern ähnlich geht. Das heißt, die sind jetzt gezwungen zu aktualisieren, können es aber eben nicht aufgrund ihrer Hard- oder Software. Und das hat noch einen ganz anderen negativen Effekt, nämlich, dass viele Macs
nun ausgemustert werden müssen, weil sie keine Sicherheitsupdates mehr bekommen, also nicht vollständig mit Sicherheitsupdates versorgt werden, obwohl die von der Leistungsfähigkeit vielleicht noch ein paar Jahre machen würden. Und das fände ich persönlich sehr. Und das wollte ich hier einmal loswerden. Aber das ist nur meine Meinung. Deine Meinung interessiert mich auch. Hast du schon auf macOS Ventura aktualisiert oder nicht? Oder hält dich da irgendwas von ab? Schreib es mir unten mal gerne als Kommentar. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zum nächsten Video. Mach's gut. Tschüssi.